noch nicht geöffnet werden. Aha. Dem Buch. Jenseits der Halle der Helden liegt die Knochenkammer. Ewiger Tod erwartet den Frevler, der die Schätze aus dieser Kammer zu stehlen versucht. So spricht der Herr des Schreckens. Und so steht es geschrieben. Unglaublich, wie gut ich bin. Ich bin tot. Das ging aber sehr, sehr schnell. Also ich meine... Das hat jetzt einen Augenblick so gedauert. Warte. Das ist der Running Gag in jedem Blizzard-Game. Ein Blizzard-Game ohne Blizzard? Aha. Schade, ich dachte, hier würde mich jetzt Leoc erwarten. Aber leider, leider, leider hilft es einem gar nicht richtig weiter. So, dann gehen wir nochmal auf die Fertigkeiten. Dann gucken wir uns nochmal die Frostnova an. Und dann nehmen wir doch die Sturmrüstung. Und dann ersetzen wir das durch nicht durch ein Spiegelbild, sondern ja, wo ist er denn? Durch einen Vertrauten. Also, strukturell sind die, glaube ich, aufgebaut wie die Diablo 3 Level, oder? Also ich sehe jetzt gerade, also ich leider nicht so Unterschied. Also vor allem sind die Gänge sehr breit. Das war damals nicht so. Das weiß ich noch gut. Diese engen Gänge, ey. Ah. Meine Güte. Ist aber auch sehr labyrinthmäßig. Vor allen Dingen auch sehr suchtig zu Tode. Ja, ich folge diesem einen elendig langen Weg hier. Ah. Ebene 7. Stein. Aha, durch.
Das ist schön. Also das Einzige, was hier echt wirklich schlecht ist, ist die Item-Drop-Rate. Ich weiß echt, für was die den Wert bessere Chance auf magische Gegenstände erfunden haben. Nö. Obwohl das hier wohl heißen müsste, bessere Chance auf Gegenstände. Also ich finde es ganz schön, dass sie hier so eine ganze Menge Sachen haben, die man halt selber entdecken kann. Das ist ein alter Diablo 1 Fan. Und irgendwie durch die Retrovision und alles. Also es fühlt sich schon sehr an, als ob ich tatsächlich Diablo 1 spiele, obwohl man natürlich sagen muss, Fähigkeiten, Effekte, die Klassen. Also es wäre noch wesentlich lustiger, wenn sie sagen würden, du musst Diablo 1 Event auch mit Diablo 1 Klasse spielen. Also das wäre wirklich lustig. Also wenn dein Charakter sich kurzzeitig in eine andere Klasse verwandeln würde, sozusagen. Wäre das vielleicht sogar abhängig davon wäre, welche Klasse ich genommen habe, ja. Das wäre auch nochmal irgendwie lustig. Oh nein, tot. Also man verträgt hier nichts, ne? Als Zauberer. Ich bin schwer verwundet. Oh mein Gott. Nein, ich vertrage nichts. Also, wobei ich natürlich mehr Schaden immer aufgeschlossen bin, wäre ich jetzt auch mal für was Defensives, ehrlich gesagt. Oha. Was? 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 Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin wirklich ziemlich im Eimer, oder? Also man kommt hier... Wie gesagt, entweder kommt man... gut voran oder der Schwierigkeitsgrad ist höher. Ich habe das Gefühl, zweitens, also dass der Schwierigkeitsgrad einfach in Diablo 1 höher ist als in Diablo 2, in Diablo 3. Nein! Zwei Treffer und ich bin tot! Ich habe zu wenig defensive Kraft. Okay, ich sollte was an meiner... Ich sollte wirklich was mit meiner Defensivkraft machen. Also, Sturmrüstung, Energierüstung.
Bündelt eure Energie, was eure Rüstungszeit um 35% erhöht, aber eure maximale Kraft um 20% reduziert. Ja, aber das ist gar nicht so schlecht. Ich sterbe wesentlich zu oft aus meiner Sicht. Und ich denke auch, dass es sich finanziell nicht mehr so lange lohnen wird, wenn ich hier so weiter sterbe. Ach ja. Oh mein Gott. Das macht einfach keinen Unterschied. Okay. Das ist echt tragisch. Wie leicht ich hier platt gemacht werde, ist wirklich tragisch. Wow. Also. Oh mein Gott. Also Diablo 1 war schon eine harte Nuss, ne? Also. Muss ich echt sagen, ich laufe ja nur mit dem Desintegrationsstrahl rum und ich habe ja leider noch nicht den Breiten. Der wäre ja noch ein bisschen schöner. Ach so, da ist er doch. Aber auch nicht. Noch irgendwas, was ich für meine Defensive tun kann. Eine Rüstung. Ah, siehst du, das klappt nicht. Okay. So, dann machen wir doch hier noch was anderes Lustiges. Erhöht die maximale Absolute. Nee, das ist mir alles zu doof. Ich will hier die Hydra. Gabelter Blitz. Forked Lightning. Ich sag nur Schamane. Hast du ihn? Warum kommt mir jetzt gerade die ganze Crow in den Kopf? Bitte, bitte, mach dir nie mehr Sorgen um Geld. Oh, oh. Verrotteter Pilz? Genial, ich habe den Pilz für den Kessel gefunden. Das ist auch was Schönes. Aha. Ich lebe und das ist das Entscheidende. Der Rest ist eher ein Wunder. Okay, krass. Hoho. Sehr gut. Nein. Gut. Haben wir irgendwelche Schilde? Ah ja. Nein, nein, das ist ein Helm. Das ist kein Schild. Immer noch krass, was die für einen Schaden machen.
Tut mir leid, das ist mir fast noch zu krass. Ich mag aber die Pentagramme, die übrig bleiben, wenn du manche Dämonen tötest. Ja, und meine Kraft ist gerade echt gestiegen. Also diese neue Waffe, das war echt wichtig. Mein Schaden war einfach zu gering. Also, meine Defensive war auch zu gering. Aber ja, ich bin schon in den Vorhöllen unterwegs, in den Höhlen. Ja. Ich glaube aber, das sind so teilweise Gegner, oder? Die gibt's doch schon seit immer. Seit Diablo 1, oder? Manche, also diese kleinen Dämonen zum Beispiel gab es seit Diablo 1, natürlich die Skelette und die... Ach Gottchen. Bitte, bitte mach dir nie mehr Sorgen um Geld. Denn ich kaufe hier alles auf und ich kaufe dir die Welt. Crow, ich meine, warum Crow? Ich weiß, ich kenne den Song, aber es ist auch nicht so, dass es einer meiner Lieblingslieder wäre oder so. Also wirklich nicht. Nö. Da höre ich viel lieber Curse. Curse auch schön. Stufe 30, na bitte, langsam geht's doch voran. So, ist aber hier Kälte? Die Arkanregeneration, na das klingt doch gut. Aha, ja. Achso, diese ganzen Elementarschadensachen. Eine Chance. Ist für dir das? Okay, nö, ich lasse mal den. Das ist schon okay so. Gegabelter Blitz braucht auch kein Mensch. So, und dann gucken wir mal hier rein. Niedlich, göttliche Platten des Walds. Ist auch sehr süß. Griswolds Schneide. Ah, wie süß. Ich komme irgendwie nicht hinweg, ey. Hey. Danke. Na Mensch, ist das nicht toll. Ah ne, das ist die falsche Richtung. Ha! Ich hab den Pilz. Oh, das ist auch die falsche Richtung. Ist denn da? Ach, da geht's lang. Nein. Na Mensch, das schaffen wir. Wir sind... Ebene 10. 16 Level gab es ursprünglich. Schon. Ja, ist natürlich jetzt schade.